Science. Super. Je stärker die Krise, desto größer die Spielleidenschaft. Der europäischen Glücksspielindustrie geht es prächtig. Ein Markt, der sich zunehmend ins Internet verlegt. Für jedermann zugänglich, auch für Minderjährige, die sich besonders schnell von der Spielsucht anstecken lassen. Deswegen ist Vorsorge angesagt. Zum Beispiel in Form von Workshops wie hier im norditalienischen Trient. Ein Arzt und ein Mathematiker klären auf. In Italien ist die Teilnahme an Glücksspielen unter 18 Jahren verboten. Rein theoretisch müssten hier lauter junge Menschen sitzen, die keine Ahnung haben, wie man spielt. Tatsächlich wissen sie jedoch sehr gut Bescheid. Wenn es um Spielautomaten, Win-for-Life-Lotterien oder Poker geht, wissen sie sogar mehr als wir. Eines müssen sie jedoch lernen, dass es beim Glücksspiel nur einen großen Gewinner gibt, den Betreiber. Statistiken und mathematische Formeln erbringen den Beweis. Als abschreckendes Beispiel dient die beliebte italienische Superenalotto-Lotterie. Gewinnen? Nahezu unmöglich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei der Lottoziehung heute Abend 6 Richtige zu tippen? Ganz einfach, 1:622.614.630. Es ist also wahrscheinlicher, dass die Erde 2036 durch einen Asteroiden zerstört wird, als bei der Superenalotto-Lotterie zu gewinnen. Die beiden Workshop-Leiter haben ein volles Programm, über 50 Schulen allein im Piemont. Weitere Regionen in Italien sollen folgen.